Herzlich willkommen. Zu später Stunde zeichne ich Ihnen noch eine kurze Auflösung zur Wiederholungsfrage der vorigen Einheit auf. Da ging es um den digitalen Nachlass. Es geht darum, dass aus dem digitalen Nachlass eines Verstorbenen etwas weggekommen ist. Letztlich knüpft der Fall damit aber an die vorletzte Einheit, wo es um die Bitcoin und deren rechtlichen Schutz ging, an. Das Ganze würde auch ohne den erbrechtlichen Kontext nicht wesentlich anders laufen. Schauen wir uns den Fall noch mal kurz an. Der war eine Abwandlung zu einem Fall, der in der Stunde behandelt wurde. Ich habe ihn hier noch mal komplett aufgezeichnet. E besitzt ein wertvolles Bitcoin-Guthaben. L, ihr Lebensgefährte, notiert sich kurz vor dem Tod der E den Private Key zu ihrer Bitcoin-Adresse, den diese auf einem Zettel aufgeschrieben hat, also die E. Nach dem Ableben der E überträgt L das Guthaben für 10.000 Euro an einen Dritten. Nächster Verwandter und Alleinerbe der E ist deren Sohn S. Frage: Natürlich kann S von E die Zahlung dieser 10.000 Euro, die diese Bitcoin wohl wert waren und die jedenfalls L dafür kassiert hat, verlangen. Dazu hatte ich verschiedene Vorschläge Ihnen gemacht und diejenigen, die die Wiederholungsfrage bearbeitet haben, sind auf diese Vorschläge auch eingegangen. Wir versuchen einfach mal, es schulmäßig zu lösen. Wenn wir das tun, dann liegt meines Erachtens am nächsten der Anspruch aus § 823 Absatz 1 BGB. Wenn wir den Anspruch aus § 823 prüfen, ist an erster Stelle nach dem Rechtsgut zu fragen, das verletzt sein könnte. Und da ist zunächst mal festzustellen, dass an den Bitcoin sicher kein Sacheigentum besteht. Das entspricht ja dem, was wir immer wieder festgestellt hatten, dass digital gespeicherte Daten keine Sachen sind. Und das gilt für die Bitcoin, die irgendwo in der Blockchain gespeichert sind, ganz sicher. Also eine Verletzung des Sacheigentums kommt nicht in Betracht, damit eigentlich nur noch die Verletzung eines sonstigen Rechts. Da hatte ich vorgeschlagen, einen Eingriff in das Erbrecht zur Grundlage der Haftung zu machen. Das haben auch einige befürwortet. Das ist aber sicherlich nicht richtig, denn man braucht gar nicht zu vertiefen, ob das Erbrecht in irgendeiner Form ein sonstiges Recht sein könnte. Soviel ich sehe, wird das nicht vertreten. Jedenfalls aber gibt es keinen absoluten Schutz einzelner Vermögenspositionen im Nachlass, der weiter ginge als der Schutz, den der Erblasser genossen hat. Es kann die Bitcoin, wenn sie beim Erblasser nicht durch ein sonstiges Recht geschützt war oder nicht absolut geschützt war, ja nicht beim Erben plötzlich zum Gegenstand eines absolut geschützten Rechts werden. Das wäre widersinnig. Also im Erbrecht und somit auch in den erbrechtlichen Besonderheiten des Falles kann die Lösung nicht gesucht werden. Die Bitcoin waren im Vermögen der E nicht stärker geschützt, als sie es jetzt im Vermögen des S sind. Ein besonderes Dateneigentum als sonstiges Recht wird von der herrschenden Meinung, wie schon berichtet, abgelehnt. Allerdings wird ja diskutiert über einen Datenbesitz und dazu eignet sich das Beispiel Bitcoin ganz gut. Die Möglichkeit, auf ein Bitcoin-Konto zuzugreifen, ist ja zunächst mal eine faktische Position, die vermittelt wird durch den Besitz des Private Key. Das könnte man also als eine Art Datenbesitz ansehen. Es kommt dann auch nicht darauf an, wie man genau diesen Datenbesitz anknüpft, ob man da auf den Skripturakt, also darauf abstellt, wer die Daten gespeichert hat. Das wäre ja hier E als Erblasserin oder darauf, wer eben berechtigtermaßen den faktischen Zugriff hat. Auch das wäre E und in ihre Fußstapfen würde dann S treten. Man könnte also hier tatsächlich den Datenbesitz, jedenfalls wenn er berechtigter Besitz ist, als ein geschütztes sonstiges Recht ansehen. Man müsste dann noch überlegen, gegen welche Art von Eingriffen dieser Datenbesitz geschädigt ist. Aber wenn man die Verletzung des exklusiven Zugriffsrechts auf die Bitcoin als Verletzung sieht, könnte man hier tatsächlich einen Schadensersatz bejahen. Und man könnte dann auch sagen, dass der Datenbesitz fiktiv auf den Erben übergegangen ist und infolgedessen auch es einen solchen Anspruch geltend machen kann. Wenn man sich dazu durchringt, hier ein
eine Rechtsgutverletzung anzunehmen, dann sind die weiteren Voraussetzungen des 823 unproblematisch und wir müssen sie hier nicht verfolgen. Schauen wir uns noch die weiteren Anspruchsgrundlagen an, die ich angeboten hatte. Immerhin ein Kommilitone hatte sich stark gemacht für einen Schadensersatzanspruch aus 823 Absatz 2 in Verbindung mit 202a StGB. Das scheint mir aber keinesfalls eine mögliche Anspruchsgrundlage, denn danach ist nur das Ausspähen von elektronisch gespeicherten Daten strafbar und kann damit auch nur das Ausspähen elektronisch gespeicherter Daten Anlass für einen Schadensersatzanspruch nach 823 Absatz 2 sein. Das Bitcoin-Guthaben war aber nicht elektronisch gespeichert, sondern auf einem Zettel notiert und diesen Zettel hat L abgeschrieben. Hätte er sich Zugang zum Computer der E verschafft, könnte man sicherlich über 202a StGB sprechen, aber so wie der Fall gestellt war, gerade nicht. Derjenige, der das oder diejenige, die das angenommen hat, lag also definitiv falsch. Keine Bearbeiterin und kein Bearbeiter hat sich für 826 BGB ausgesprochen. Dabei scheinen mir die Voraussetzungen dieser Norm vorzuliegen. Eine Schädigung hat sicherlich stattgefunden. Die war auch vorsätzlich und man kann nur fragen, reicht das den Grad der Sittenwidrigkeit? Aber da das eben wertungsmäßig auf derselben Stufe steht wie ein allgemeiner Diebstahl, hätte ich keine Bedenken, das als vorsätzliche sittenwidrige Schädigung anzusehen. Man könnte dann noch fragen, ob es neben Ansprüchen auf Schadensersatz vielleicht auf anderer Grundlage Anspruch auf Ausgleich gibt. Da käme insbesondere ein Bereicherungsanspruch in Betracht und ich denke, wenn man sich durchringt dazu, den berechtigten Datenbesitz als Schutzgutes 823 Absatz 1 anzusehen, könnte man dasselbe auch im Bereich der Eingriffskondition nach 812 sagen. Ergebnis also, der Inhaber eines Bitcoin-Guthabens ist nicht schutzlos und auch derjenige, der Bitcoin erbt, ist nicht schutzlos, obgleich ein absolutes Recht speziell an Bitcoin wohl nicht anzuerkennen ist. Vielen Dank.